Ganz allein einen Fischkutter gestohlen. Bemerkenswert, Captain. Dem Schwachkopf meine Brick wieder abzunehmen auch. Wieder einmal danke ich euch. Der Blindgänger hat nicht mal 2 Monate gebraucht, bis er zurückgekrochen kam nach Nassau. Hat gleich das Pardon angenommen. Ich musste, Leute. Dieser Rogers hat es auf mich abgesehen. Halt dein Maul, Rackham. Also, was nun? Jagst du noch deinen flüchtigen Reichtum? Ei, bald hab ich ihn. Der Heimathafen des Weisen ist Kingston und sein Schiff ist die Princess. Du musst deinen Ehrgeiz besser nutzen, Kenway. Such den Weisen mit uns. Ich ertrage dich und deine Mystiker nicht, Mary. Ich will das schöne Leben kosten. Das leichte Leben. Ein ehrlicher Mann hat kein leichtes Leben, Edward. Und sich danach zu sehnen, das schmerzt am allermeisten. Also gut, Rackham. Zurück aufs Altenteil. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, beim letzten Mal haben wir ja mit Vane versucht, ein afrikanisches Sklavenschiff bzw. ein Schiff der Royal African Company zu überfallen, um herauszufinden, wo sich der Weise aufhält, der ja mit einem Sklavenschiff namens Princess unterwegs ist. Und wir haben erfahren, dass ja der Heimathafen, wie gesagt, Kingston ist. Aber danach mussten wir erstmal von einer einsamen Insel, auf der wir mit Vane ausgesetzt wurden, fliehen, denn Rackham hat ein bisschen gemeutert. Aber zum Glück haben wir jetzt alles zurück und können uns aufmachen, erstmal unsere Flotte zu überprüfen. Das haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, ne? Fällt mir auch immer irgendwann erst ein. So, auf zur Flotte. Und dann, ja, auf nach Kingston wieder fahren. Da kriegen wir wenigstens auch wieder ein paar bessere Leute, ein paar bessere Schiffe zum Überfallen und damit ein bisschen Geld, ein bisschen Real, ein bisschen Holz, ein bisschen Metall. Alles, was wir brauchen. So, aber hier kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Geld. Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut Geld kriegen wir hier. So, können wir gleich nochmal gucken, ob wir wieder welche losschicken. In den Südatlantik, wo keine Mission ist. Ich brauche mehr von dem Zeug, ne? Ah, hier kriegen wir was für 5000 und für 5200. Wir haben doch genau 2 Kriegsschiffe, ne? Die können den Job doch theoretisch übernehmen. 100%. Auf geht's. Galera de España. Was ist denn das? Dieses Dorf ist mit seinem eigentlichen Zweck als einem der frühesten europäischen Außenposten entwachsen nach Kapstadt. Und ist inzwischen zum ökonomischen und kulturellen Zentrum der Kapkolonie herangereift. Der Markt floriert und jeder braucht neue Ressourcen. Verkauft 30 Karaffen Olivenöl in die Kapstadt. Nicht die Victoria. Hier, die Galera de España. So, und dann haben wir noch das Glück der Tafelbucht. Englische und holländische Siedler sind an die Tafelbucht gekommen, um neue Aromen zurück nach Hause zu bringen. Es scheint, als wären Europäer dazu bereit, gute Preise für exotische Zutaten zu zahlen. Verdient ein kleines Vermögen beim Verkauf von 40 Kakaoschoten in Kapstadt. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht mehrere Schiffe senden kann, um ehrlich zu sein. Wie früher, dass die dadurch die Erfolgschancen... Ach komm, 90%, komm schon. No risk, no fun, würde ich sagen, ne? Da ist eh nichts verfügbar, da ist eine Mission verfügbar, das Schleckermaul. Auf dem Marktplatz von Kap Verde wimmelt es von Händlern, die nach hochwertigen Kochzutaten suchen. Segelt nach Kap Verde und verkauft dort 15 Kakaoschoten auf den Kanarischen Inseln. Wir haben Haufen Olivenöl, fällt mir gerade auf. Wir haben 442 Karaffen Olivenöl. Alter. Die El Sanson kann da mal hinfahren. Die schafft das auf jeden Fall auch. Das ist gut. So, Mittelmeer haben wir nix hier haben wir, aber dieses dürfte wahrscheinlich zu schwer sein. Süße Brühe, die Stadt ist bekannt für ihre hervorragenden Suppen und Eintöpfe und lockt Seefahrer aus ganz Frankreich zu sich. Bringt 10 Karaffen Olivenöl, um die her. Jetzt kommen halt die ganzen Missionen, wo wir Olivenöl brauchen, weil das einzige Zeug ist, was wir überhaupt noch haben. Los geht's, Conquistador. Die ist auch schon mit relativ lange dabei, die Conquistador, ne? Ja, ansonsten, weil wir nur Olivenöl haben. Ich könnte halt ein bisschen hier noch rumspielen, dass wir mehr Zutaten bekommen, aber da habe ich halt ganz ehrlich auch keinen großen Bock zu, um ehrlich zu sein. 16.000 Real, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch groß Holz und Metall und dann können wir mal wieder ordentlich aufbessern. Das heißt, jetzt wird es mal wieder Zeit, hier ein bisschen... Obwohl, nee, das machen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mit dem Geld was ausbaue, aber ich brauche eh 18.000, ne? Für den Turm. Und außerdem, wie gesagt, das bringt nicht so viel. Da überfalle ich jetzt lieber noch ein paar Schiffe und hau ordentlich rein, damit ich dann
Den Mörser müssten wir auch mal verstärken, glaube ich. Der ist noch auf Stufe 1. Stufe 2? Irgendwie sowas. Bringt jeden fetzen Stoff in den Ist Weg. Auf jeden Fall nicht ganz so super. Alle Segel klar, schade, kriege ich nicht mehr. Und ich hätte mein fucking Schiff reparieren sollen. Warum hat das Rackham nicht getan? Okay. Lasst uns gleich an den ersten Strand segeln nach Crooked Island. Und da erstmal das Schiff reparieren. Geil. Ich dachte, der gute Rackham hätte das gleich repariert, wenn er es schon stiehlt. Das ist ein Vollidiot, der kann aber auch gar nichts. Ich meine, wenn wir jetzt so einen Zweier hätten, also noch zwei quasi Balken, nenne ich es mal, ginge es noch. Da hätte ich noch sagen können, wir überfallen einfach das nächste Schiff, eine Brick oder sowas, und dann geht das schon. Ich meine, jetzt müssten wir auch nur nach einem Schoner suchen, aber... Steuern ja. Genau Maß und Taft, wir steuern nicht auf Klippen, wir legen hier an. Es, Jungs. Ist keine Schikane. So, runter hier. Und dann kann ich ja gleich mal gucken, ob wir irgendwas sowieso noch kaufen können. Ich meine, die Verstärkung, stärkere Sachen zu kaufen, kostet eigentlich bloß. Ich glaube, das braucht nicht mal Metall oder sowas, ne? So, Schiff reparieren bitte. Zack. Gut. Upgrades. Rumpfausbau brauchen wir noch etwas Holz und sehr viel Metall. Breitseitenkanonen brauchen wir sehr viel Metall. Wir brauchen vor allem noch Metall. Ja, Kanonen interessieren mich eigentlich sowieso nicht so sehr. Rammsporen brauchen wir sowieso auch den Plan. Das wird also nicht Stärke der Rundkugeln. Brauchen wir sowieso den Plan. Eigentlich haben wir schon sau viel. Uns fehlt eigentlich nur noch das hier. Da brauchen wir dann wahrscheinlich danach eh wieder den Plan. Das hier fehlt uns noch die nächste Stufe. Ich glaube, den Plan danach haben wir aber sogar. Hier brauchen wir auch einen Plan. Wir könnten die Kettengeschosse verstärken, aber ganz ehrlich, ist eh nicht so wichtig. Wir könnten die mehr Mörser machen. Ne, den Schaden der Mörser erhöhen. Dafür brauchen wir Metall. Also eigentlich, wir brauchen echt viel Metall. Und viel können wir auch gar nicht mehr machen, weil wir viele Pläne brauchen. Ein bisschen doof, aber okay. Ich könnte die Beiboot panzern, aber ihr habt es ja gesehen, wir brauchen es eigentlich nicht. Es geht ja auch so ganz gut. Okay, das heißt, wir müssen echt Holz und Metall erobern. Weil ansonsten können wir unser Schiff nicht mehr verstärken. Ich meine, das Geld haben wir jetzt eigentlich ganz gut. Aber uns fehlt halt einfach noch Holz und Metall. Alter, was machst du denn? Du sollst einfach geradeaus hier wieder. Meine Fresse. So. Und da vorne sehe ich schon, das müsste eine Fregatte sein. Erstmal hier ordentlich wenden. Und dann los geht's. So, schwarzes Segel gehisst. Ja, she rises. Da fährt doch was rum, ein bisschen Holz, da haben wir unsere Holzvorräte. So, ihr Royal Navy, jetzt gibt's ein bisschen was dafür, was ihr die ganze Zeit uns angetan habt, muss ich mal sagen. Die haben ja jetzt eigentlich den Krieg mehr oder... Na gut, angefangen haben ihn den Piraten natürlich, aber die haben jetzt den Krieg in eine neue Dimension gebracht, wenn ich mal so will. Das da sind Spanier, ne? Die interessieren mich nicht so wirklich, beziehungsweise die sollten ja auch nicht so... sich dafür interessieren, wenn ich jetzt ein britisches Schiff angreife. Es sei denn, ich treffe jetzt aus Versehen das verdammte spanische Schiff. So, Leute. Ich glaube, ich lasse meinen Bekanntheitsgrad jetzt auch einmal einfach oben. Ich habe den ja immer wieder verringert, aber ich glaube, ich lasse den jetzt einfach mal oben. So. Mörser sollten wir verstärken, glaube ich, langsam. Weil für diese Schiffe ist er nicht mehr gut genug. Und für die Kriegsschiffe erst recht nicht. Die werden uns nicht versenken, Freunde. Bam. Und ran da. Das lief doch gut wieder mal. Ich meine, wenn die sich eh noch ein bisschen auf die Spanier konzentrieren, läuft das immer sehr gut. Die Kundschafter wieder töten. Ich hasse es, die Kundschafter zu töten, um ehrlich zu sein. Da muss man immer Kugeln verbraten oder extra nach oben. Jetzt, das war schlecht. Da hätte ich viele treffen können. Na gut, aber 8 von 15 ist ja schon mal nicht schlecht. So, dann auf nach oben und hoffen, dass wir die Kundschafter irgendwie kriegen von hier schon. Gib mir mal dein Gewehr, ich treffe eh besser. Oh, ich sollte vielleicht auch... So. Pfeilen ist auch gut. Zack. Hier ist die Reichweite. Jetzt. Bam. So. Und abwärts. Tschüss. So, kann ich jetzt mal hier bitte einen angreifen? Danke. Oh, jetzt kommt ihr beide. Alter, der liegt da jetzt los. Ich sehe überhaupt nichts. Scheiß Rauch. So, jetzt aber. Und zack. Alter, der greift gerade einfach nicht richtig an. Jetzt aber. Danke. Und zack. Einer noch.
Ich sehe mich schon wieder nicht mehr. Das ist gerade echt krass. So, aber wir haben die 15 irgendwie geschlagen. Ich meine, es ist ja jetzt auch keine große Herausforderung, wenn man ehrlich ist, ne? So, was wollen wir mit denen machen? Bekanntheitsgrad will ich, wie gesagt, mal ein bisschen hochsteigern. Dann kommt ihr einfach in die Flotte. Ich meine, da ist noch Platz und ich brauche immer noch gute Schiffe. Wobei mir Kriegsschiffe noch lieber sind. Das heißt, ich muss mal Kriegsschiffe reinholen. Aber wir haben, wie gesagt, wir sind ja eigentlich noch gar nicht stark genug für Kriegsschiffe so richtig. So. Sich gut machen in der Flotte. Sehe ich auch so. Haben die was Interessantes? 55 Metall lohnt sich jetzt nicht. So, ich fahre den einfach mal weg. Wenn die mich einholen, kann ich sie immer noch versenken. So, oh, eine spanische Fregatte. Na gut, die ist auch nicht ganz so stark. Ach, scheiß drauf, die holen wir uns jetzt einfach. Ein bisschen Holz, das kann nicht schaden. Ja, wir haben ja eigentlich das Bullenhai, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, das Ding. Bereit zu schießen, Feuer! So, jetzt kommt ihr dran hier, ihr Schoner. Ich habe euch zwar gerade noch gegen die Briten geholfen, aber jetzt ist euer letztes Stündlein. Hat er irgendwas Interessantes? Ich versenke ihn einfach und nehme es mit. Zack. Komm schon. Jawohl. Trepassen müsste ich auch noch verstärken. Hab ich gerade gar nicht. Ich hatte doch gerade extra geguckt, aber ich hatte nicht. Die Trepassen habe ich mir gerade gar nicht angeguckt. Und tschüss. So, dann jetzt der noch. Dann senke ich erstmal den hier kurz. Dann kriege ich das Zeug. Oh, ein bisschen Holz. Schön. Sie geht gleich unter. Feuer! So, dann hole ich mir jetzt euch, Freunde. Und nutzt mal eure Taktik hier. Boah, das hat Schaden gemacht. Wir haben ja eigentlich auch fast den besten Rammsporn. Für den besseren brauchen wir ja den verdammten Plan. Ey, jetzt enter doch. So. Bam, bam. Hm, kein guter Treffer. Wir sind gerade so ewig weit weg, das gefällt mir überhaupt nicht. Ein Schuss noch, ne? So, wenigstens zwei erwischt noch. So, und die letzten drei holen wir uns, bei denen reparieren wir jetzt. Oder hole ich mir die in die Flotte? Ich meine, die Briggs sind immer... Nee, ich hole mir die nicht in die Flotte. Ich hole mir lieber die Fregatte in die Flotte. Obwohl die spanischen Fregatten sind eigentlich nicht so stark, muss man ehrlich sagen. Und zack. Ja, ja, wir sind ja schon fertig, AD. Ich glaube, ich hole die Brig mal in die Flotte. Weil die ist, glaube ich... Also die Brigs, die einen verfolgen, und die Fregatten, die sind in der Regel immer ein bisschen stärker als die normalen. Und eine Brig hat ja auch andere Vorteile gegenüber einer Fregatte, soweit ich weiß. Denn zum Beispiel eine Brig kann, glaube ich, zwar weniger tragen als eine Fregatte, ist dafür aber schneller und ist im Kampf auch besser als eine Fregatte. Eine Fregatte hat dafür einen relativ hohen Laderaum halt, mit der man dann ordentlich viel... Mit der man dann wirklich ordentlich viel auch... Was kann ich denn da noch entern? Ach, ist das irgendwas Interessantes? Rum und Zucker, dann holen wir uns dann einfach so. Der da interessiert sich überhaupt nicht für irgendwas. So, jetzt holen wir uns den noch schnell. Unser Bekanntheitsgrad steigt, das gefällt mir, wie gesagt... Ach, jetzt brauche ich nicht mal mehr reparieren. Ich repariere jetzt einfach trotzdem, weil das unseren Bekanntheitsgrad noch ein bisschen steigert. Ich möchte auf 3 kommen. Dann kommt nämlich, glaube ich, kommt die stärkere Fregatte. 2 wird ein bisschen uninteressant. Da kommt, glaube ich, nur eine Brig und ein Schoner. Jetzt stirb schon, Captain. Danke. 3-mal geschossen für diesen scheiß Captain. Na, das war nicht ganz so doll. Und wieder Flagge zerstören. Gefällt mir eigentlich auch nicht so. Ach, eigentlich fallen mir die Zusatzaufgaben bis auf Captain töten alle nicht so, weil sie alle ein bisschen... Na doch, obwohl, die Offiziere töten. Das geht immer noch, finde ich. Und abwärts. Das war so nicht geplant. Da war kein Typ, um ein Luftattentat zu machen. Scheiße, das lief nicht ganz so gut. Ah, da müssen wir halt so kommen. Ach, hier ist keiner. Kaum jemand ist hier. Alter, warum konntest du nicht, Junge? Danke. Und du dann, lass meine Crew in Ruhe. Zack. Dann halt der, weil ich an den anderen wieder nicht rankomme, weil mein eigener Typ wieder im Weg steht. Dann der bitte. Eigentlich sollte nur ich rübergehen, das würde alles viel einfacher und schneller machen, glaube ich. So, ab nach oben.
Hallöchen. Oh, wow. Alter. Kann ich jetzt mal bitte kontern? Danke. Ist die Flagge jetzt auf... Nee, ist auf dieser Seite. Okay, wollte schon sagen, am Ende bin ich jetzt auch noch auf der falschen Seite. Ist besser gewesen. Jetzt klettert er schon hoch, Junge. Manchmal hat er aber so seine Tage, ne? Der gute Edward. Und hoch da. Und Flagge. Und zu Ende. So, geht doch. Und hepp. Schiff geentert. Wieder ein bisschen Holz. Also das Holz müssen wir bald zusammen haben. Das brauchen wir ja eigentlich auch nur noch für den Rumpf. Also wir brauchen ja weder für Mörser noch für Rundkugeln brauchen wir ja noch Holz. Wir bräuchten halt noch für den Rammsporn theoretisch Holz, aber der fehlt uns ja, wie gesagt, eh die... Da fehlt uns ja, wie gesagt, eh der Plan. Ich glaube aber, bei dem Rumpf müssten wir den Plan geholt haben. Das ist, glaube ich, das erste Ding, wo man taucht sogar. Da kriegt man den Plan dafür. Ach, guck mal, unser Vor versenkt das Ding da gerade. Ach, deswegen war das zum Entern, oder wie? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, das muss ich wahrscheinlich irgendwie erwischt haben. Weil das Vor versenkt die ja immer sofort. Was wir jetzt vor allem noch brauchen, ist Metall. Jetzt bin ich zu seitlich gewesen. Gib den Befehl, Sir! Jetzt krieg ich das Zeug nicht ernsthaft. Ach, komm her. Ich will's mir jetzt aber holen. Das ist meins. Das habe ich mir ordentlich verdient. Da hinten. Oh, da hinten kommt schon wieder eine Fregatte. Ah, nur mit Rum und Zucker. So, dann jetzt ab in Richtung Kingston. Jetzt wird mal wieder ein bisschen zwischendurch ein bisschen Spaß gemacht. Ach, guckt mal, wir haben jetzt auch einen ordentlichen Bekanntheitsgrad. Bald kommt schon Stufe 2, wie gesagt, ich versuche den auf Stufe 3 zu kriegen. Stufe 4 ist, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Da müssen wir aufpassen, dass der nicht auf Stufe 4 gerät, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das könnte schwer werden, Stufe 4. Aber mal gucken. Erstmal schauen. Jetzt kriegen wir vielleicht auch noch... Jetzt müssten wir ja bald so in das Gebiet kommen. Ich glaube, das war ja das Vor, wo Torres drin war. Jetzt müssten wir bald so in das Gebiet kommen, wo auch die Briten ein bisschen präsenter sind. Die haben ja auch immer ein bisschen mehr Metall, die Briten, soweit ich weiß. Das heißt, das sollte eigentlich nicht lange dauern. Unser Vor schießt schon wieder. Es wäre irgendwie cool, wenn die Gegner versuchen, das Vor zurückzuerobern, um ehrlich zu sein, dass man das ab und an wieder zurückerobern muss. Wobei das wahrscheinlich dann auch irgendwann zu repetitiv wird. Es sei denn, oder man dafür, damit das eben nicht passiert, kann man eben sein Vor verstärken. Das wäre doch eine Idee. So, was hat die Fregatte? Rum und Zucker. Ja, Geld brauche ich natürlich auch, aber ich will eigentlich, wenn ich schon was erober, auch nebenbei ein bisschen was anderes kriegen. Ich meine, es... Sind wir ehrlich, es wird ja sowieso nie so laufen, dass wir immer nur eine Sache erobern, ne? Da kommt ja eigentlich fast immer noch ein bisschen was anderes hinzu. Warum ist da ein unentdeckter Ort? Ich habe doch alle möglichen Forts hier in der Gegend erledigt. Da dürfte auch kein unentdeckter Ort mehr sein, oder? Holz? Genau, von sowas habe ich doch geredet. Oh, da drüben wird gekämpft. Das ist die Rum- und Zucker-Fregatte, ne? Aber ich hole mir jetzt... Die Holz- und Metallfregatte. Die ist meine. Aber sowas von. So, ist die schwarze Flagge. Es geht los. Oh, scheiße, dahinter kommt noch eine. Mit Holz und Stoff. Das wird... Das Holz müssten wir bald zusammen haben, glaube ich. Ach du Scheiße, die halten echt viel aus. Die verfolgen uns nicht. Wir verfolgen sie, Freunde. Die andere Fregatte scheint noch nicht mit einzugreifen. Das finde ich ganz gut, weil die scheinbar doch ein bisschen stärker zu sein scheint. So, und wenn ich so rangehe, können die uns nicht ganz so gut treffen. Zack. Ach du Scheiße, halten die aus. Ah, die schweren Kugeln, die sind ja eigentlich auch schon fast auf Maximum. Da bräuchte man nur noch den Plan, um sie auf Maximum zu kriegen. Das war's schon. Mensch, ging das flott. Schweren Kugeln machen halt schon ordentlich Schaden, wenn man einmal komplett die Breitseite durchhaut von so einer Fregatte, macht so eine schwere Kugel schon echt, also eine so einer Breitseite schwerer Kugeln schon echt Schaden. So. Bereit halten, wir stoßen zusammen. Wir stoßen nicht zusammen, wir entern. Pulverreserven zerstören. Ja, die versuche ich immer hier schon zu zerstören, weil das Problem, ich finde, dass das blöd ist, wenn man die Pulverreserven zerstören muss, ist, wenn man die drüben erst zerstört, haut man eigentlich immer auch seine eigene Crew mit ins Verderben. Das finde ich immer ein bisschen kacke, um ehrlich zu sein. Hallöchen, Freunde! So, Captain, du bist mein. Lasst mir doch mal den Captain, Leute.
will doch nur den scheiß Captain. Captain, komm her. Oh, okay. Wie auch immer jemand das geschafft hat. So, der Captain wäre tot. Dann kümmere ich mich jetzt schnell darum. Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich einen von meinen Crewmitgliedern mit umgehauen. Aber ich meine, ich hätte natürlich warten können, bis der weg ist. Aber da ist eigentlich immer einer in der Nähe. Das ist das Dumme. So. Ich brauche mehr Opfer. Komm schon. Jetzt komm schon. Zack. Die sind nicht gelb. Das sind Briten, ihr Vollidioten. Vollidioten. Wo habe ich eigentlich Schaden genommen? Warum habe ich jetzt meinen Typen geblockt? Das Spiel manchmal. Ey, man muss echt sagen, das Spiel ist nicht für solche. Also, oder die Engine ist echt nicht für solche Kämpfe ausgelegt. Ganz ehrlich. Also, man merkt das echt. Die Engine ist überhaupt nicht für diese Art von Kämpfen ausgelegt. Dass da so viele Leute auf einmal rumrennen. Wo manche den angreifen wollen und manche den. Das ist echt nicht dafür ausgelegt. Das merkt man echt. So. Versenkt. Gut. Wo sind die andere Fregatte hin? Holz und Stoff. Lohnt es sich wegen ein bisschen Holz, ist die Frage. Der hat auch nochmal Holz, ne? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Metall, weil Holz ist gar nicht mal so wichtig. Metall ist das, was wir vor allem brauchen. Da treibt etwas Fracht. Ich müsste auch eigentlich eher in Richtung Backbord fahren, fällt mir gerade auf. Ich fahr gar nicht so richtig, richtig. Alter, wie liegt der denn im... Na komm, okay, holen wir uns die noch und dann bin ich mal gespannt, was das für ein unentdeckter Ort ist. Um ehrlich zu sein, der da vorne aufgeploppt ist. So, Freunde, dann kommt ihr mal noch. Die kann ich ja dann in die Flotte eventuell nehmen. Und damit haben wir schon Stufe 2 voll. Bereit zu feuern! So, ich verstehe nicht, warum jetzt so eine traurige Musik kommt, um ehrlich zu sein. Aber von mir aus. Volle Breitseite rein. Perfekt. Mann, läuft das gut. Was kommt da? Moment, Moment, du kommst nicht weg. Du kommst nicht weg, Freundchen. Am Ziel vorbei! Alle Segel, sie verträgt das! Der entkommt mir nicht mit 98 Metall, Freunde, ganz ehrlich. Der entkommt mir sowas von nicht. Zack, zack. Jetzt wollen die uns wieder rammen, ne? So macht man das, Freunde. Und zack. Da ist diese Schwachstelle! Auf dein Zeichen, Captain! Und. Nein, das war zu früh. Das war zu früh, ja. Gut, wir haben einen Treffer eingesteckt, haben aber schon drei Schiffe versenkt quasi. Komm schon. Jetzt gib einfach auf, das war's doch. Du hast doch keine Chance mehr. Matrosen bereit zum Entern, Sir! Alles klar und ran da. Okay. Den da. Den da. War zu weit. Na gut, vier Leute noch, das sollte ja schnell gehen. Ich müsste auch öfter meine Pistole benutzen, da könnte ich das Ganze auch ein bisschen schneller machen, muss ich ehrlich sagen. Ich vergesse das bloß immer, dass ich die habe, weil das Nahkampfsystem jetzt auch nicht so schwer ist, dass man denkt, man braucht die unbedingt. Auch nicht schon wieder. Da war wieder keiner zum Rüberschwingen. Sowas ist dann nervig. Ich muss nämlich immer erst zurück noch. Und hier noch durch das Feuer. So, Freunde. Zack, zack, zack. So geht's nämlich viel schneller. Macht auch irgendwie mehr Spaß. So, bei euch repariere ich einfach mal. Dann kriege ich nämlich die Stufe 3 langsam voll hier. Und den anderen, die Fregatte, nehme ich einfach mal in die Flotte auf. Und dann, wie gesagt, bin ich echt gespannt, was das für ein unentdeckter Ort noch ist. Oh, jetzt kommen Verfolger. Erstmal den versenken. Und okay, wir holen uns das Zeug erstmal und gucken dann mal, was der Verfolger will. Sind jetzt wie gesagt zwei. Okay, da haben wir das Holz.
Aber nur eine Brick und ein Schoner, ne? Genau. Und da hinten ist ein Kriegsschiff. Ah, nur Rum und Zucker. Schade. Das ist auch nur ein spanisches Kriegsschiff. Auf die Typen habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Hat aber 83 Metall, also scheiß drauf. Scheiß drauf. Dass ich keinen Bock darauf hab. Jetzt geht's ab. Ich glaube, das Ding ist jetzt auch ein bisschen stärker. Okay, der Schoner nicht. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach, da. So, dann gucken wir mal, wer den besseren Rammsporn hat, hä? Ich will sie Ram AD. Und zack. Und rauf und entern. Selbst die haben noch keine Chance. Die nehme ich, glaube ich, auch gleich mit in die Flotte. Alter, ich sehe überhaupt nicht, ob da irgendwas ist, wenn da so viel explodiert. Oh, da habe ich irgendeinen Pulverfass getroffen. So, und zack. Und ich sehe schon gerade wieder, die Zeit ist schon wieder. Ich wollte aber eigentlich noch bis zu dem unentdeckten Ort auf der Insel, um ehrlich zu sein. Oder in dieser unentdeckten Insel. Ich weiß ja nicht, was es für ein Ort genau ist. Wenn wir den schon sehen. So, diesmal hier rüber. Dann springe ich nicht immer zu weit. Wie kann der das denn von da oben abwehren? Ernsthaft? Das ist so ein Typ. Danke. Und tschüss. Hat mich gerade wieder mein eigener Typ... Das gibt's doch überhaupt nicht. Und ich habe wieder die Pistolen vergessen, fällt mir ein. Ich hätte wieder die Pistolen einfach nehmen können. So, euch nehme ich auch einfach mal in die Flotte. Warum nicht? Ich meine, im Notfall kann ich immer noch wieder Schiffe rausschmeißen. Yay. So, und jetzt mal die andere Fregatte, die schon Ewigkeiten auf ihre Enterung wartet. Muss man ja mal sagen, die wartet ja echt schon eine halbe Ewigkeit darauf. Nehmen wir Fahrt auf! Segel setzen! Los geht's! Alter, da hinten das Kriegsschiff. Uiuiuiui. Hat aber auch nur Rum und Zucker, schade. Ich glaube fast, wir kommen da in ein Gebiet, das ist... Shit. So viel dazu. Ein Wrack mehr! So, okay. Ich glaube, fast da hinten geht's in ein etwas gefährlicheres Gebiet. Ach, ich glaube, ich sehe jetzt, was das ist. Da, es ist einmal tauchen. Ja, darauf habe ich jetzt eigentlich keine große Lust. Gut, dann würde ich einfach sagen, also ich muss sagen, tauchen ist ja nicht schlecht, aber... Obwohl, kommt. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wie wir da runtertauchen, das... Seht ihr in der nächsten Folge. Obwohl, nee, warte, das machen wir nicht. Ich weiß nämlich, das ist ein bisschen was anderes mit dem Tauchen da, deswegen machen wir das nicht. Ihr seht vielleicht, ich kann es ja eigentlich erklären, das ist ja kein großer Spoiler. Ihr seht vielleicht da dieses Blinklicht. Darin seht ihr, das ist nämlich ein kleines Banditenversteck. Und das Ding ist, das ist eigentlich in Kombination mit einem Assassinenauftrag. Und da gibt es eigentlich ansonsten nicht viel anderes zu holen, glaube ich. Deswegen lassen wir das an der Stelle sein. Und ich würde sagen, wie wir weiter in Richtung Kingston segeln, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dahin. Ciao.